Ja, ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gelesen. Heute geht es mal um eine Frage, die, glaube ich, warum auch immer, viele interessiert. Ich sag mal, besonders bei unserer zurzeitigen Preiskonstellation, wo Simsons und Mopeds allgemein ja irgendwie, aber besonders Simsons, scheiße viel Geld kosten. Aber nicht nur scheiße viel, sondern ungerecht viel oder unrechtmäßig viel. Werde ich euch verraten, was mein Moped, meine Simson S50/S51 denn insgesamt, wie sie jetzt hier steht, mit allem, mit Lack, mit den Aufklebern, mit der Zündung, mit der Anmeldung, mit der Eintragung, allem, was sie gekostet hat. Und ich glaube, ich habe sogar da noch Sachen vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Tacho jetzt mit drin hatte. So ungefähr hochgerechnet bei Kleinanzeigen, weil ich konnte jetzt die alten Sachen nicht mehr lesen. Jetzt fällt mir zum Beispiel gerade wieder ein, ich habe den Rahmen ja auch strahlen und pulvern lassen. Das waren, glaube ich, auch nochmal 70 Euro. Die sind nachher in der Kalkulation gar nicht mit drin. Dafür gibt es andere Teile bestimmt wieder, die ein bisschen günstiger sind heutzutage, als ich sie gekauft habe. Darum nehmen wir den Preis, wie ich ihn jetzt ausgerechnet habe, einfach mal so hin. Wahrscheinlich habe ich sogar mehr bezahlt als die Summe, die ich euch nachher nennen werde. Und ich höre die Frage öfter, was es gekostet hat. Das scheint für viele wohl interessant zu sein. Vor allen Dingen auch, weil ich das Ding ja komplett selber zusammengebaut habe. Ich habe ja jetzt nicht ein Grundbasismodell gekauft und es wieder aufgearbeitet. Boah, kalt irgendwie. Ich habe ja kein Grundbasismodell gekauft und es aufgearbeitet oder meinen Wünschen entsprechend umgearbeitet. Sondern ich habe ja nur den Rahmen gekauft, ja, alle Teile einzeln danach auch. Und die dann schön gemacht, flott gemacht. Manche Teile, wie zum Beispiel der Obergurt, das weiß ich noch, den wollte ich kaufen, gebraucht und wieder flott machen. Aber ich glaube, der hat 80 Euro damals gekostet bei Ostoase. Gebraucht habe ich die Dinger in einem richtig schlechten Zustand, für 70 Euro oder 80 auch gesehen. Und da kommst du halt nicht mit hin, das ist ja Quatsch. So, wir fahren jetzt an einen Ort, wo jeder, der hier wohnt und ein Kfz hat, was ihm gefällt, schon mindestens einmal im Leben ein Foto gemacht hat. Minimum einmal. Das ist aber auch ein schöner Ort. Darum machen wir das jetzt auch. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, ich habe ja gesagt, Motovlog liegt mir nicht so gut. Finde ich jetzt nicht so super interessant. Und zudem ist es schweinekalt, warum tue ich mir das an? Das ist eine gute Frage. Ich denke auch gerade drüber nach, während mir die Wangen wegfrieren. Aber ich habe ja immer gesagt, ich mache das, wie viel hat meine Simson gekostet, Video, wenn sie fertig ist. Und für mich, Stand Dezember 2020, ist mein Moped fertig. Ladies and Gentlemen. Ich habe, oh, ist auch ein schöner Platz. Ich habe nichts großartig daran auszurichten. Alles ist so ungefähr geworden, wie ich es gewollt habe. Und ja, deswegen ist das jetzt erstmal fertig. Jetzt kann man da auch das Video drüber machen. Ja, moin, Frontline hier. Oh, jetzt ärgert es mich ein bisschen, dass ich meine Kamera nicht mitgenommen habe. Da hinten ist auch noch so ein Ding. Boys, Real Talk. Für das, was ich da zusammengeklöppelt habe, ne? Ein paar Kleinigkeiten, so die ich gerne anders hätte. Zum Beispiel hier die Hebel. Die hätte ich gerne im gleichen Goldton wie meine Felgen. Auch das Schildchen hier, schöne Grüße aus dem Osten, hätte ich auch gerne so wie die Felgen. Aber das ist erstmal Jammern auf hohem Niveau. So, jetzt machen wir den Bock aber erstmal aus. Ja, jedenfalls wollte ich das als Fahrvideo machen, ne? So als Abschluss. Theoretisch, ich weiß, Leute, ich weiß, eine Simme, ein Moped, das ist nie fertig. Ja? Du hast immer was zu tun, es gibt immer was zu ändern, da hast du wieder Verschleißteile. Ich sage jetzt zwar, Stand jetzt, für mich bin ich damit fertig. Ich weiß aber ganz genau, in ein paar Jahren oder ein paar Wochen, ein paar Monaten werde ich das vielleicht wieder anders sehen, dann finde ich irgendwas. Ich meine, das Coole ist ja auch, die Simson-Welt, die geht ja immer weiter. Ne? Kaiser 3D-Druck zum Beispiel, was ich da gesehen hatte mit der Duplex-Bremse. Vielleicht gibt es die irgendwann. Firmen wie PZ-Tuning, ZT-Tuning, CNC-Bombers entwickeln neue Teile. Ist für mich alles nicht interessant, weil es nicht eintragungsfähig ist. Jedenfalls, es geht immer weiter. Ne? Vielleicht sage ich auch in einem Jahr, ich packe die Felgen wieder weg, andere Reifen kommen rauf, ey, das Tankset packe ich in den Schrank, ich habe jetzt Bock auf Lila. Ja? Und dann baue ich wieder um. Auf jeden Fall. Ja, ich werde die Zahlen hier immer oben einblenden. Stand hier. Oh, was ist denn das? Ein Fleck. Oh, das gibt's ja gar nicht. Oh, geht, geht. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, unten in die Kommentare zu schreiben, was glaubt ihr, habe ich bezahlt? Und da ist alles mit drin. Da ist. Scheiße, die Sitzbank fehlt hier auch noch. Oh, ja, ist nicht alles mit drin. Ja, sag ich euch, auf jeden Fall. Was glaubt ihr, habe ich bezahlt? Mit
wie es jetzt hier steht. Jedenfalls, alle Teile sind drin, die Eintragung ist mit drin, der Lack ist mit drin, die Motorrevision ist mit drin. Was glaubt ihr, habe ich bezahlt? Ich sage euch nachher die richtige Summe, weil was ich ausgerechnet habe, was mir gerade wieder alles eingefallen ist, ist falsch. Aber am Ende sage ich euch die richtige Summe. Schreibt es mal unten in die Kommentare, es ist aufgegliedert nach, ich glaube, legale Sachen wie Zulassung, Lack. Dann habe ich jeden einzelnen Shop, den ich benutzt habe, unterteilt, damit man mal sieht, wie viel man wo lässt. Fangen wir mal mit den beiden größten, ja, ich sag mal, Geschäften wollte ich fast sagen, an. Mit den beiden größten Vertrieben für Ersatzteile, für Moped, für Simson, für MZ etc. Fangen wir da mal an. Und das wären in dem Falle AKF und Ostoase. Ostoase, ihr kennt sie, erst der Link immer in der Beschreibung, Affiliate-Programm. Super nice Typen. Den habt ihr auch das Gewinnspiel von letzter Woche zu verdanken. Bei AKF habe ich gelassen, sage und schreibe, 690,82 €. Ich weiß, manche von euch sagen jetzt, was? Das mache ich mit einer Weihnachtsbestellung fertig, wenn ich meine Sachen hier wieder flotti machen will. Ja, glaube ich dir. Aber das habe ich nun mal alles bezahlt. Da habe ich nämlich immer bestellt, wenn es Kleinteile waren, irgendwie Ringe oder Dichtungen oder Schrauben oder kleine Halter oder sowas, weil da der Versand günstiger war. Habe ich damit bestellt. Ostoase hat mich gekostet 1.021,26 €. Ja, da habe ich halt ich wollte gerade wieder Englisch reden, die Majority. Da habe ich so gut wie alles gekauft, ne, was ich gebraucht habe. Das komplette Schraubenset habe ich da gekauft. Den Kabelbaum habe ich da gekauft. Die Armaturen, die Griffe, Telegabelregenerierset, das Motorregenerierset, Schläuche. Also wirklich so gut wie alles habe ich da gekauft. So gut wie alles. Denn der dritte im Bunde, Online-Shop, der Simson Moped-Teile anbietet. Ich glaube, so lang sind die auch noch nicht da. Ist von manchen verpönt, von manchen nicht. Sachsen Moped. Da habe ich gelassen insgesamt 283,60 €. Da habe ich komplett damals, ich glaube, das war Black Friday letztes Jahr, da habe ich komplett meine Felgen mit Reifen und den Auspuff gekauft. Und ich glaube auch noch das Kettenset. Was bei den Felgen aber nicht dabei war. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist bei mir ein unrealistischer Wert, meine Radnaben mit den Nabendeckeln. Ja, komplett gestrahlt, gepulvert, fertig gemacht. Das habe ich Mario zu verdanken. Ist ein Zuschauer von mir, der hat mir schon sehr, sehr früh sehr, sehr viel geholfen. Und ich glaube, was habe ich damals 15 oder 20 € bezahlt für beide Radnaben mit Deckel gestrahlt und schwarz gepulvert. Also immer wieder Kuss geht raus. Der war auch damals da und hat mir beim ersten Mal geholfen, das einzustellen. Und ohne den, glaube ich, wäre das damals nicht so schnell gegangen. Dem habe ich auch versprochen und ich wiederhole es jetzt hier nochmal, wenn ich fertig bin und auch wenn der Anhänger fertig ist, denn ich glaube, das sind 1,5 Stunden mit dem Auto, dann fahre ich zu ihm hoch, den Anhänger voll mit Grillsachen und dann gibt es auf meinen Nacken lecker Bierchen, Grill und dann bekoche ich ihn und seine Perle. Begrille ich ihn. Als nächstes der Lack und da ist jetzt eingerechnet einmal natürlich der Lack, mein schönes Marrakesch-Braun und auch Grundierung und Lack, wenn ich hier irgendwelche Teile lackiert habe. Wie zum Beispiel auch hier, ne, der Kombischalter und so was. Das ist aber kein großer Posten. Das sind 187,10 €. So, dann haben wir noch andere Dinge. Da musste ich ein bisschen gucken. Es gibt auch noch kleinere Online-Shops wie Ostmoped, Ost-Zweirad oder Kleinanzeigen zum Beispiel. Da habe ich jetzt mal alles so zusammengefasst, ne? Oder wenn ich irgendwas hier in der Nachbarschaft abgeholt und gekauft habe. Dann habe ich das damit reingerechnet. Das wären an dem Punkt 448,30 €. Nur an, ich weiß zum Beispiel, mein Herzkasten, mein Tankset, dann noch einen der Seitendeckel, habe ich alles von da geholt. Meinen verlängerten Hauptständer, der ja noch immer in der Garage liegt, den ich wieder umgebaut habe, habe ich da geholt. Damals die Federn, die alte Telegabel. Unmengen an Quatsch oder Unmengen an Zeug bei Kleinanzeigen geholt und wieder aufgearbeitet. Das sind zum Beispiel Original DDR-Schwinge. Original DDR Streben mit Fußrastenhalterung und die habe ich halt runtergeschliffen und ja, grundiert und lackiert. Dann haben wir den Punkt Jack Motors, den habe ich aufgeschrieben, das war meine Zündung, die hat damals gekostet 125,07 € direkt aus Polen. Komplett einsatzbereit, musste ich nur noch zusammenschrauben, einstellen. Da kommt auch bald die Tage neues Video zu. Weil da noch eine kleine Veränderung ansteht. Zur Zündung vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist die Änderung irrelevant und nur ein nettes Feature oder so. Das wird sich noch zeigen. Dann haben wir noch eBay. Oh, bei eBay habe ich auch viel gekauft. Aber bei eBay ist auch Spielkram mit drin.
wie zum Beispiel die Temperaturanzeige. Dann weiß ich, habe ich da manche Federn bestellt. Und ja, da kam doch ganz schön schnell ganz schön viel zusammen, wie zum Beispiel auch der Lenker damals und so weiter. Das sind 318 Euro, nur von eBay. Kannst du dir mal vorstellen, ne? Dann habe ich noch Legalität. Legalität sind 263 Euro. Das ist, ich war bei der DEKRA, habe die ganzen Eintragungen vornehmen lassen, die ich wollte. Und habe dann bei der Zulassungsstelle mir neue Fahrzeugpapiere geholt, wo die Eintragungen eingetragen und gestattet sind, dass das so auch zugelassen ist. Da nochmal ein fettes Danke, falls ihr das jemals sehen wird, an meinen DEKRA-Prüfer. Ich habe die Felgen noch nicht mal besessen. Ich habe den Tacho nicht besessen. Ich bin zu ihm hin, habe ihm gesagt, was ich vorhabe, wie breit etc., Materialgutachten gibt es nicht und so ein Quatsch. Und er hat das mit mir durchgezogen und ist dann extra nochmal in meine Stadt gekommen, um die Prüfung mit mir zu machen. Bester Mensch, darum steht das hier alles so. Hat jedenfalls gekostet zusammen mit der Zulassung 263 Euro. Yay! Und der letzte Punkt. Und da, ich glaube, das ist was, wo man sieht es ja immer, ne, wenn Leute alte Geschichten erzählen. Ja, ich habe mein Moped damals für Kasten Bier eingetauscht und so. Dann sagt man immer, geil, die Zeit will ich auch. Und ich glaube, obwohl das erst anderthalb Jahre her ist, ist das das, wo manche auch sagen würden, krass, hast du Glück gehabt. Mein Rahmen, den ich gekauft habe damals, der jetzt da dran ist, der hat exakt 100 Euro gekostet. Ich musste eine halbe Stunde fahren und da war der meiner. Ja, finden wir heute einen Rahmen für 100 Euro mit Typenschild dran. Schwierig, sag ich mal, schwierig. Ach ja, und bei der Legalität ist natürlich noch, wo ich es jetzt gerade sage beim Rahmen, noch das DEKRA-Gutachten mit bei gewesen. Ich glaube, das kostet ja 54 Euro oder sowas. Und dauert gefühlt 20 Jahre. Das war da auch noch mit drin. Macht zusammen! Stand jetzt eine Summe von 3.436,55 Euro, meine Damen und Herren. Dafür bekommt man das. Wobei das nicht ganz stimmt, weil da nochmal 70 Euro draufkommen für den Rahmen zum Pulvern und Beschichten und nochmal 140 für die Sitzbank. Also kommen da nochmal 210 obendrauf. Also sind wir eigentlich bei 3.646,55 Euro. 3.600 Euro. Ein Moped. Von 1976. 44 Jahre alt. Und das steht und läuft und wird aufrechterhalten. Ja, jetzt wisst ihr, was mein Moped gekostet hat. Würde ich das nochmal so nachbauen? Habe ich mich oft gefragt. In der letzten Zeit, muss ich sagen. Weil das war interessant, das war ein schöner Weg. Ich habe viel gelernt. Ich habe ja alles an dem Ding in der Hand gehabt. Ne? Ich kenne mich jetzt auskennen, heißt in dem Fall, ich habe Erfahrung mit der Motorrevision. Einen Kabelbaum verlegen. Die Bremse einstellen. Den Vergaser einstellen, Zündung, Getriebe, alles Mögliche. Ne? Lenkkopflager habe ich ja jetzt schon mal gemacht. Aber ich muss sagen, weil ich gucke ja schon immer nach Projekten, ich hätte gerne ein bestimmtes Mofa von Honda, ich hätte gerne Honda PXR, ich hätte gerne Yamaha DT50 und. Da bin ich schon immer am Überlegen und gucken, ob ich mir auch einfach wieder einen Rahmen kaufe und dann wieder von vorne einfach alles aufbaue und alles selber mache. Aber der Unterschied am Ende des Tages ist, und das ist ein bisschen doof, weil das den ganzen Hype-Boys recht gibt. Ich habe jetzt da über 3,5 reingesteckt, aber es ist und bleibt eine Simson. Etwas ziemlich Wertstabiles, etwas Kultiges und als einziges Moped in der Lage, mit einem Führerschein Klasse B legal 60 km/h zu fahren. Wenn ich das jetzt mit so einem Honda-Mofa mache und sagen wir, ich stecke da 1,5, 1,6, 1,7 oder auch 2 rein, dann habe ich am Ende ein Honda-Mofa, was 40 km/h fahren darf. Und nicht so wertgeschätzt ist, sag ich mal. Das da ist ja für mich, das ist quasi mein kleines Baby, das bleibt auch immer bei mir und das wird auch niemals wegkommen. Frühestens, wenn, keine Ahnung, wenn ich Kinder habe, meine Nachfahren, nachdem ich irgendwann nicht mehr bin, das Ding einfach irgendwo billig im Westen verkaufen oder so. Dann vielleicht. Aber solange ich noch lebe, bleibt das Ding bei mir. Und darum, das war eine Investition für mich, auch mit den ganzen Skills, die ich gelernt habe, da kann man das machen. Und wenn es ein Herzensprojekt ist, dann ist Geld eh immer egal, dann geht es darum, das Projekt zu machen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht würde ich diese Methode, ein Moped aufzubauen, nicht bei einem Mofa empfehlen oder etwas, das 45 km/h fahren darf. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Dann geht es, glaube ich, um die Zündung oder die Garage. Ich bin mega gehypt. Ich strotze zurzeit mega voll Energie. Will noch einiges an der Garage umbauen, den Keller umbauen, für Streams vielleicht. Will auch viel, viel mehr mit 3D-Druck machen, euch das ein bisschen näher bringen, weil 3D-Druck einfach super ist. Und so andere Spielereien. Ich habe auch nicht das Selbstbau-Bastel-Labornetzteil vergessen. Da bin ich auch noch am gucken. Und. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent, so gut er morgen eben geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.